Wenn es im Fluss auf Zander geht, dann wird natürlich als erstes zum Gummifisch gegriffen. Da ist oft kluger Rat teuer, denn es gibt nicht nur eine Vielzahl an verschiedenen Sheds auf dem Markt, sondern auch die Angeltechniken unterscheiden sich hier mittlerweile gravierend. Ganz besonders oft wird das Jiggen und auch das Dropshot-Fischen angewendet. Veit Wilde und Dietmar Isaisch haben sich darum zum Start unseres Techniktests gemeinsam an Veits Hausgewässer der Tiedenelbe in Niedersachsen getroffen. Natürlich genießt Veit hier einen Heimvorteil, aber bei Didis und Veits Techniktests geht es viel mehr um den Vergleich der unterschiedlichen Fangmethoden als darum, wer hier der Bessere ist. Ja, herzlich willkommen an der Elbe, Dietmar. Ja, danke schön, danke. Ja, Veit hatte mich heute eingeladen und gesagt, Mensch, Rheinangeln ist ja schön und gut, aber lass uns mal einen Fluss gehen, der Gezeitenunterschiede hat. Mhm, naja, genau, richtig. Ich kenne das ja von der Weser, aber Elbe ist vor langer, langer Zeit, habe ich das irgendwann mal gemacht, aber ist schon bestimmt 20 Jahre her. Mhm. Und wir haben uns so ein bisschen vorgenommen, heute mal unterschiedliche Methoden zu fischen. Also genau. Du machst ein bisschen Dropshot, hast du gesagt. Ja. Und ja, ich werde erstmal jiggen, mal gucken, was heute besser geht. Und ich denke, wir werden Fische fangen, da bin ich zuversichtlich, hier an der Elbe. Zumal auch seine Bleiköpfe nicht ganz so schwer sind, so zwischen 17 und 21 Gramm. Richtig. Ist ideal natürlich auch zum Dropshotten, wenn man dann mit so 15 bis 20, 25 Gramm maximal fischen muss. Ansonsten, wenn die Strömung so stark ist und muss dann mit 30, 40 Gramm angeln, macht das ja auch keinen richtigen Spaß. Genau, ja. Wir starten einfach. Machen ran wir, an den Zander, ja? Okay, wir sehen uns gleich. Genau. Ne? Tschüss. Genau. In der ersten Phase des Technikvergleichs fischen die beiden Raubfischexperten im Mündungsbereich eines kleinen Hafenbeckens. Der Wasserstand ist noch sehr hoch, denn die Elbe ist in dieser Region einer wechselnden Tide ausgesetzt. Ebbe und Flut lassen den Wasserstand ständig steigen und fallen. Eine völlig neue Situation für Dietmar, denn wo eben noch Wasser geflossen ist, kann eine Stunde später schon nur noch Sand und Steine sein. Da ist es natürlich nicht verwunderlich, dass Veit den ersten Zander am Haken hat. Schließlich ist er hier wohnhaft und kennt sich dementsprechend gut mit dieser Situation aus. Ja, wir wollen euch natürlich nur kurz zeigen, hier kleiner Fisch. Aber der Anfang ist gemacht, hier so ungefähr nach 10 Minuten. Und ich denke, da kommen noch mehr und auch noch größere. Der geht auf jeden Fall gleich wieder rein. Also es ist ein relativ schwieriges Fischen hier, zumindest für mich mit meiner Jiggerei, weil ich fische eben gerne mit erhobener Rute, nicht so Rute runtergehalten, könnte man auch machen, aber so mit der Methode habe ich jetzt eben hier starken Seitenwind und das drückt ganz schön rein. Andererseits kann ich nicht so einen schweren Kopf dran machen, weil die Stelle ist einfach nicht so tief und wir fischen noch dazu hier stromauf. Ja? Also da drückt die Strömung den Köder sowieso ein bisschen ran. Aber noch geht's. Ich hoffe, dass der Wind nicht noch stärker wird heute. So wie Veit sagte, der Seitenwind ist ziemlich nervig, auch fürs Dropshot-Fischen. Ich fische zwar deutlich schwerer als er, weil ich mit dem Bleigewicht direkt am Boden bin und da quasi eine Furche durch den Sand und den Schlamm ziehe. Aber ich muss mit einer leicht erhobenen Rute fischen, eigentlich permanent. Also die gesenkte Rute in einer 9 Uhr Stellung oder noch tiefer runter funktioniert dabei nicht. Ich habe die Rute immer so auf 10 Uhr, teilweise auf 11 Uhr Stellung. Und wenn dann natürlich der Wind, gerade wenn er böig ist, immer wieder in die Schnur reinfasst, dann hat man den großen Nachteil, dass man oft Kontrolle zum Köder verliert. Und wenn er nicht richtig reinhackt, der Zander, sondern eben nur ganz vorsichtig nüppelt, dann kriegt man viele Bisse gar nicht erst mit. Weil eben die Technik eine ganz andere ist, weil der Köder schleift nicht, also das Blei schleift über den Boden und der Köder wird parallel immer zum Gewässerboden langsam drüber gezogen, mehr auch nicht. Ich hebe hier nichts an. Ich ziehe quasi das Bleigewicht über dem Grund und alles, was dann in die Schnur reingezogen wird, ist es jetzt, sag ich mal, Dreck oder in diesem Fall auch Wind, das beeinträchtigt die Bisserkennung. Wie man sieht, die 20 Gramm, 7 Gramm oder 6 Gramm schwerer als was Veit am Bleikopf fischt. Und damit habe ich natürlich einen großen Vorteil. Ich kann schon ordentlich Gas machen und gegen den Wind arbeiten. Aber ich brauche das Gewicht auch, weil eben das Bleigewicht dem Gewässerboden quasi folgen muss. Also ich ziehe das ja so durch den Sand und Schlamm. Und oben folgt dann quasi, je nachdem wie der Winkel der Rute gewählt wird, ein paar Zentimeter vom Boden entfernt, eben das Fischchen. Dabei hilft natürlich auch gerade, wenn ich die ganze Sache
stehen lasse, die Strömung von selbst. Ich kann also an vielen Stellen, gerade im Winter oder wenn der Fisch sehr schlecht beißt, lasse ich ihn oft minutenlang an einer Stelle stehen und die Strömung bewegt das Fischchen quasi wie mit einer Fiederrute und ich sehe den Biss oder ich spüre den Biss dann in der Rutenspitze. Und dadurch bin ich natürlich gezwungen, immer die Schnur zu straffen und alles, was natürlich nervig ist, Wind und ähnliches, wenn die Rute gerade bei starkem Wind mitgeht, da verliere ich natürlich Kontrolle. Und das ist natürlich beim Wind nicht ganz so prickeln. Ne? Großer Vorteil ist, ich kann wirklich richtig Gas geben. Ich schmeiße also fast doppelt so weit wie Veit. Ich schmeiße auf den anderen Buhnenkopf. Muss aber sofort die Rute dann hochnehmen. Und dafür zu sorgen, dass das Bleigewicht schnell zum Boden runterkommt. Wenig Schnur im Wasser ist. Wenig Schnur im Wasser bedeutet allerdings viel Schnur in der Luft. Dementsprechend sehr windanfällig. Kann man jetzt hier gut sehen. Die Schnur ist sehr weit aus dem Wasser heraus und jetzt ziehe ich das Bleigewicht nur ganz, ganz langsam über den Boden, warte immer noch ein paar Sekunden, ziehe wieder ein Stück und warte immer. Also quasi ähnlich wie Faulenzerfischen, nur dass ich nicht über die Rolle, sondern über die Rutenspitze arbeite und in dem Sinne auch keine richtige Absinkphase habe. Ich habe also dem Köder immer permanent die gleiche Höhe vom Gewässerboden, die ich ihn quasi lang ziehe. Aber eben den großen Vorteil, dass ich wie beim Vertikalangeln vom Boot aus den Köder immer über dem Boden anbieten kann und so lange wie ich möchte, weil die Strömung, solange die Schnur gespannt ist, immer den Köder bewegt. Gerade fürs Flussfischen eine perfekte Technik. Ja, genau, das ist das Problem, was jedem Petri-Jünger widerfährt, der das erste Mal in einem Tidenbereich fischt. Hänger und damit zumeist verbundene Köderverluste. Denn nicht nur der Wasserstand verändert sich, sondern auch die Strömungsverhältnisse. Da hilft nur eines, neu montieren. Aber Dietmar Isai schlägt auch schon kurze Zeit später nach. Nicht umsonst ist er der Raubfisch-Weltmeister und darum findet er sich auch ganz schnell mit der neuen Situation zurecht. Shop-Trot. Gleiche Größe über Veit und deswegen auch dieser lange Butthaken, weil er kommt recht weit hinten am lang gezogenen Köder heraus. Ich habe mal kurz die Farbe gewechselt. So, auf den Köder hatte ich ja vorhin schon gefangen, den werde ich auch behalten, aber mit den 14 Gramm, die ich vorhin gefischt habe, komme ich hier an der Stelle jetzt nicht weit, weil ich nämlich hier jetzt Strom abfischen werde und es stellt sich noch zusätzlich das Problem dar, dass hier gerade der Fischer gewesen ist und Aalreusen gelegt hat. Und deswegen muss man jetzt hier wirklich hart an die Strömungskante werfen. Ich versuche es erstmal mit 21 Gramm, kann aber natürlich wirklich passieren, dass ich dann sogar 24 dran machen muss. Erstmal schauen. So, wir sind jetzt hier an einem neuen Platz. Veit hat ja gerade erzählt, hier Berufsfischer, Reuse reingelegt, wie auch immer. Man ist jetzt also an diesem Buhnenkopf doch sehr stark eingeschränkt. Und jetzt habe ich mich hier oben auf die Spitze hingestellt und immer noch mit dem 20 Gramm Dropshot, aber ich werde gleich schwerer gehen, habe ich jetzt Richtung Strömungsmitte geschmissen und versuche quasi jetzt genau den Strömungsrand abzufischen. Ist immer eine interessante Ecke, kenne ich vom Rhein auch nicht anders. Da fischen wir dann teilweise bis zu 50 Gramm schwer, um den Köder am Boden zu halten, aber den Zandern macht es nichts aus und die knallen da trotzdem drauf rein. Gucken, ob das auch hier funktioniert. Naja, zumindest, es hat ja an der Hafeneinfahrt schon funktioniert. Ich hatte zwei Bisse gehabt, einen erwischt. Veit hatte zwei Bisse gehabt, einen erwischt. Also momentan steht Dropshot zum Jiggen 1:1. Nicht so schlimm. Ja, jetzt hat der Kameramann den Fisch leider, der war so schnell draußen, der hat hier direkt vom Kopf der Hafenausfahrt, vom Kopf der Buhne gebissen, auch wieder nur ein kleiner, aber war ein schöner Biss. Man sieht auch hier, der hat den Köder also voll genommen. Glücklicherweise mit Hängern bis jetzt geht's, also mit der Reuse bin ich noch nicht in Kontakt gekommen und mal schauen, ob da noch ein bisschen was hinterherkommt. Sollte nicht der letzte sein eigentlich. Das war jetzt auch der erste Biss auf dieser Buhnenspitze. Ziemlich weit draußen reingezogen, Bock. Ich hatte erst gedacht, vielleicht Bodenkontakt, aber
Der Gerät hat zugeschlagen. Und dann ist auch wieder bei Dietmar die Rute krumm. Und wie? Aber leider ist es nur ein gehakter Brassen. Und somit wechseln die beiden wiederum das Revier. Diesmal geht es auf die Bohnen. Hoffentlich macht der kräftige Wind, der heute leider vorherrscht, den beiden nicht einen Strich durch die Rechnung. Sieht aus wie ein Rapfen oder eine Bräse im Hinterteil. Nicht will, bitte nicht. Nicht. Die beiden scheuen keinen Weg und beangeln eine Buhne nach der nächsten. Leider vorerst ohne Erfolg. Dazu kommt noch der kräftige Wind und das immer schneller fallende Wasser, was ein kleines Problem darstellt. Denn läuft das Wasser erst einmal wieder auf, dann nehmen bekannterweise auch die Bisse ab. Jedoch spielen die beiden Profis einen ganz wichtigen Trumpf beim Spinnenfischen aus und der heißt Strecke machen. Es sollte eine einzige Buhne sein, die jetzt den so sehr erhofften Erfolg bringt. Ja, jetzt innerhalb von 2 Würfen. Es kann also immer klappen. Einen gefangen und einen noch verloren. Er war ganz kurz dran. War natürlich auch kein großer Fisch, aber ganz egal, gerade bei solchen Verhältnissen, wenn es also schlecht beißt, dann zählt ja letzten Endes jeder. Und ich hatte jetzt hier stromaufwärts gefischt, das mache ich sehr gern hier in der Tidenelbe, einen etwas leichteren Bleikopf, weil die Buhnen hier sind tendenziell recht tief, da fischt man, wenn man Strom abwirft, teilweise mit 24 Gramm Strom auf, hier reichen 17 völlig aus und hier ja kurz vorm Buhnenkopf im Prinzip sind jetzt die beiden Bisse gekommen. Ich mache mal noch ein bisschen weiter, vielleicht geht da auch noch einer. Mal gucken. Boah, der hat schön reingekommen. Mist. Ich habe jetzt mal einen ziemlich harten Biss hier gehabt. Vielleicht ist es doch noch der erhoffte bessere Fisch und der hing nicht. Das ist immer ganz gut. Also wenn er gehangen hat, kriegt man ihn normalerweise nicht nochmal. Ich mache jetzt nochmal eine andere Farbe dran und wer weiß, vielleicht steigt er noch ein, wenn er da steht. Manchmal hat man das Glück. Ja, ich habe ihn gekriegt, wie es aussieht. Also auch kein Riese, aber egal. Macht nichts, aber ihr habt ihn zumindest gesehen. Ich würde sogar behaupten, also das war der Fisch, dem ich hier jetzt nachgejagt habe. Der Biss kam immer genau an derselben Stelle. Und naja, egal, wir hätten ihn eh wieder freigelassen. Kann man fast alles gefangen ziehen. Oh, schade. Da war er. Hier geht wenigstens noch mal was, ja, also da muss man sich schon freuen, wenn das so mies beißt wie heute und dann noch diese Bedingungen hier, seht ihr, der Wind ist abartig. Ist auch so ein kleiner Fisch hier schön. Hat den Köder hier voll genommen. Wenn man mal keine Hänger hat, dann klappt das auch hier. Kuriose zum Rhein ist es, dass ich hier doch extrem viele Hänger bekomme auf diese Art und Weise. Vielleicht liegt es auch an der Struktur der Buhnen.
liegt natürlich auch zum großen Teil daran, dass die Buhnen natürlich hier plötzlich mehr und mehr an Wasser verlieren und man immer wieder andere Angelplätze hat, während man im normalen Fluss, ich sag jetzt mal wie jetzt hier an der Lippe, Ruhr oder am Rhein oder an der Maas, dass man eigentlich im permanent gleichen Wasserstand hat. Und man kann dann bestimmte Buhnenfelder gut ausfischen, während man gerade heute oben angefangen hat und ein paar Stunden später ist man 2 Meter tiefer. Macht sicherlich auch etwas. Also auch da muss ich noch dazu lernen. Und es scheint auch so, dass die aggressive Köderführung jetzt zum Mittag hin wohl doch etwas mehr Fische bringt. Nichtsdestotrotz, ich habe jetzt auf der ruhige Halten des Dropshot-Fischleins ja auch gefangen. Schauen wir mal. Ganz vorsichtig, ey. Die Fische beißen sehr vorsichtig, gerade auf meine Dropshot-Methode. Eigentlich müsste ich da noch ein Zusatzdrilling irgendwo einbauen, aber das ist immer schwierig, gerade bei starkem Wind. Man muss sehr weit werfen, alles dreht sich ein wenig und die Chancen, dass sich der Zusatzdrilling irgendwo vertüddelt, ist deutlich größer. Und deswegen, ja, ist das so schön, wie sagt der Engländer, you get some, you lose some, also ein bisschen Chance muss der Fisch ja auch haben. Das war definitiv kein Kaulbarsch. Nee, also man kriegt immer wieder noch mal einen Biss, aber es ist ja relativ ausgewogen. Gut, Veit hat zwar 2 Fische mehr, aber da kann man schlecht sagen, ob das jetzt Dropshot schlechter oder besser läuft oder so gejickt. Dann müsste der Fisch besser beißen, um eine richtige Aussage zu treffen. Aber definitiv ist es eine Angeltechnik, die ich hier öfter ausprobieren werde. Wenn ich das nächste Mal wieder hier auf Besuch bin, dann werde ich mal größeren Gummis probieren, weil ich habe gehört, sobald es wärmer wird, da darf man auch schon 18er oder 20er Gummis verwenden und dann so etwas Heavy Dropshot mit einem großen, richtig fetten Tiddler Fast oder sowas, das klappt garantiert. Ja, also ich weiß nicht, so einen richtig hundertprozentigen Unterschied konnte man heute tatsächlich nicht erkennen aus meiner Sicht. Gut, ich habe jetzt hier ein paar gefangen mit der Jiggerei und das funktioniert hier eigentlich auch immer so meiner Erfahrung nach. Also ich sage immer so den die ganze warme Jahreszeit über ist es eigentlich fast unmöglich, hier Schneider zu bleiben. Was aufgefallen ist, ich hatte jetzt weniger Hänger damit und zum Stoß hier in der Buhne kam auch noch mal ein bisschen was. Bin jetzt nicht total unzufrieden, sage ich mal, aber es ist für hiesige Verhältnisse ein schlechter Tag gewesen und da ist es dann eben auch schwierig, da jetzt wirklich so einen Vergleich draus zu ziehen. Also ich hatte jetzt hier, wenn man den, der hier vorne abging, mitrechnet waren es 5 Fische und Dietmar hatte auch 2 und noch eine Gebisse gehabt. Ja. Also das ist jetzt kein so enormer Unterschied. So, zu Papa. Wird doch noch was hier ganz zum Schluss. Ja, also ist natürlich auch kein Riese, aber Hauptsache es kommt noch mal was. Ihr seht, dass wir ja auch Fische fangen können in der Kienelbe. Kein Riesen, aber jetzt doch noch mal hier der Abschluss. Da kann man noch halbwegs zufrieden sein. Und beide Methoden fangen, das seht ihr auch. Schöne Sache. Dropshot. Ja, genau. Für gewöhnlich ist es möglich, weitaus mehr Zander im Tidenbereich der Elbe zu fangen. Hatte sich das Wetter jedoch gegen die Beißlust der Zander entschieden. So konnten wir dennoch sehr schön beobachten, wie 2 Profis mit ihren unterschiedlichen Methoden zum Erfolg gekommen sind.
So können wir jetzt alle schon gespannt sein, denn beim nächsten Treffen der zwei Raubfischprofis geht es an ein Gewässer von Dietmar. Dort wird dann ganz auf Hardbaits gesetzt, wenn Dietmar Jesaisch mit dem Jerkbait und Veit Wilde mit dem Wobbler einen Technikvergleich ziehen werden.